Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir sprechen weiter mit unserem, in Anführungsstrichen, neuen Chef. So, der Bruder, wo ist der? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Toll, ich hab keins mehr. Bis vor kurzem war ich noch reich, jetzt bin ich arm. Olgierts Bruder, warum ist der ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt, Geralt, Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Vladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Shahin. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann's kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Weg ist er. Viel Glück, Geralt. Danke. Der Regen passt wieder sehr gut hier. Wir löschen vielleicht ein bisschen die Flammen oder sorgt wenigstens dafür, dass sich der ganze Wald abbrennt. Sprich mit Shani über die Familienkrypta der von Everix. Everix, genau. Okay. Müssen also so oder so nach Ochsenfurt. Ich überlege gerade, ich glaube, dann mache ich erstmal das Sidequest. So. Nutzen wir das Schild, um dahin zu reisen. So. Was wird denn kürzer sein? Die Ruine oder das? Ich glaube, es lässt sich leichter von hier dahin reiten. Deswegen gehen wir mal zum Wachturm und suchen dann von da aus die wahrscheinliche Leiche. Der lebt eh nicht mehr, dieser blöde Geselle von dem. Ist doch immer das Gleiche. Sause des toten Mannes. Lange keinen Plötzchen mehr gehabt. Es ist wirklich nachts, wenn es regnet, heller als tagsüber, wenn es regnet. Was ist da denn los? Los, los! Okay. Seitdem wir kommen ins Dickicht, damit es auch ein bisschen dunkler, aber selbst da würde ich behaupten, es ist heller. Weiter! Halt! Was war das denn? Waren wir hier schon mal? Ich geh mal nachschauen. Okay, der Eingang kommt mir bekannt vor, aber ich glaube, das hat nicht viel zu sagen. Ah, das ist diese Höhle, alles klar. Das war die Höhle von den Raubrittern, die da Fistech herstellen wollten. Oder zumindest ein Lager von denen. Das Hauptlager war es nicht. Also das Hauptlabor. Okay, dann laufen wir jetzt den Rest einfach. Also nochmal. Die Afghanen, die auch Gegner geben.
Suche nach Spuren. Na toll, das ist ja zum Glück nicht nur ein riesengroßes Gebiet, es kann ja ewig dauern. Vielleicht am ehesten mittig. Oh, da ist was. Der Wagen des Kräuterkundlers. Da ist etwas Blut. Da die Sachen sowieso nicht mehr braucht, können wir es auch mitnehmen. Der ist wahrscheinlich tot. Vor allem, wenn wir jetzt schon wieder Blut haben. Blut. Getrocknet. Ein paar Tage alt. Weil ich sehe quasi gar nichts. Da. Ah. Irgendwie nervt das. Okay, wir sehen halt wirklich gar nichts, wenn wir die Fackel ausmachen. Deswegen lassen wir sie doch an. Bin ja mal gespannt, welches Monster dieses Mal auf uns wartet. Neue Markierung, Erde. Was? Erde. Diese Waldsiedlung ist nahezu vollständig entvölkert und ihre Nähe zum Totenwald schreckt potenzielle neue Siedler ab. Die heißt einfach mal Erde. Sehr einfallsreicher, geiler Name. Würde ich sagen. Na? Aber die Blutspuren sind ziemlich weit auseinander. Also so kräftig hat er anscheinend nicht geblutet, wie es aussieht. Ja, dass sie jetzt hier reinführt, ist ja irgendwie klar. Die Spur ist kalt. Muss mich umsehen. Fragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Ach, hier wohnt noch jemand. Ich dachte, okay. Fast komplett entvölkert, aber nicht komplett. Das ist natürlich ein Unterschied. Jetzt machen wir aber die Fackel wieder aus. Ich glaube, ich muss dafür sorgen, dass Tag wird, damit hier ein paar Leute sind, mit denen ich reden kann. Ja. Meditier mal bis... Was? Es ist tagüber? Ich dachte, es wäre nachts. Krass, es war so dunkel, dass ich gedacht habe, es wäre nachts und es war der Mond, der geschienen hat. Ach du Scheiße. Aber hier ist einfach niemand. Okay, dann brauche ich aber jetzt auch nicht meditieren, weil das nichts ändern. Frage die Dorfbewohner nach Volker. Hier ist kein Dorfbewohner. Verrottendes Fleisch. Vielleicht sind es ja Geister oder Zombies. Sprich mit meinem Ball. Jut, hör mal. Wir haben Besuch. Was führt dich zu uns, Herr? Hast du dich verirrt? Nein, ich suche jemanden. Ah, sprich nur. Vielleicht können wir ja helfen. Was für ein Ort ist das hier genau? Ein Dorf? Sieht man doch. Ich sehe aber nur verlassene Hütten. Ja, wir sind die Letzten. Die Jungen sind in die Stadt gezogen, suchen Arbeit und die Alten sind alle tot. Nicht wahr, Jud? Stimmt genau. Das ist aber bestimmt wieder eine Hexe oder irgend sowas. Ich suche einen gewissen Volkert. Helles Haar, Halbling. Klingelt da was? Ja, ich hab jemand Kleines gesehen. Beim Kräutersammeln. Bis ihm was zugestoßen ist. Da war eine Blutspur. Die hat mich hergeführt. So ist es. Wölfe haben ihn angegriffen. Er hat hier Schutz gesucht. Ich sagte zu ihm, zurück in die Stadt, junger Herr, hier draußen ist es gefährlich. Aber der Idiot blieb stur, wollte vorher noch seine Blümchen sammeln. Ist wieder in den Wald gegangen und dann verschwunden. In der Nacht heulten die Wölfe, hat mir kalte Schauer den Rücken runtergejagt. Und wo sind seine Überreste? Wölfe hätten was übrig gelassen, die Stiefel etwa. Wir haben nicht nach ihm gesucht, wir sind zu alt, um durch die Wälder zu streunen. Bis dann. Irgendwas ist mit denen hier nicht in Ordnung. Also das ist sehr merkwürdig.
Berichte den Grollhändler, was du erfahren hast. Folge dem Geruch deiner Hexensinne bis zu seinem Ursprung. Oder die haben den umgebracht. Und essen den. Essen Menschenfleisch. Den Menschenfresser. Irgend sowas. Eieiei. Passt auf. Ah, da steht was drauf. Und da unten halten die den gefangen oder er ist schon tot. Passt auf, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Menschenfresser. Und vor Geralt hatten sie zu viel Respekt, deswegen haben sie ihn nicht angegriffen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Fette Blutspur. Oh, verflucht. Wusste es, durchsuche den Raum. Das war so klar. Ey, wir müssen jetzt echt Sachen einsammeln, fällt mir gerade ein, weil wir brauchen vielleicht Kohle. Da hat er mit viel Geld hin. Also alles mitnehmen, was sich anbietet. Wie kann ich den Sack hier nicht looten jetzt? Vor allem von solchen Menschenfressern wie denen kann man alles klauen. Boah, nicht ausmachen, Mann. Sieht's echt geil aus. Oh, da liegt da der Arme. Oh, das ist schon... Oh, krass, da liegt aber nicht mehr wirklich viel von dem. Das war ja so klar. Die haben es nur gefangen gehalten. Oh, oh. Halbling, helles Haar, muss Volkert sein. Aufgeschlitzt, ausgenommen und abgehakt. Keine Chance, die Todesursache zu erfahren. Frage das Bauernpaar. Ja, komm. Ist bestimmt kein Bauernpaar. Was das für Dämonen sind. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch da sind jetzt. Ah, was sind noch da? Ich war in eurer Speisekammer. Ihr bevorzugt Fleisch, was? Herr, nicht doch. So ist es nicht. Hoffentlich. Sonst seid ihr die Nächsten, die an einem Haken hängen. Die Wölfe haben ihn getötet. Ihn und die anderen. Wir holen nur die Leichen. Wirklich. Wir sind zu alt und schwach zum Pflügen und Säen. Aber wir müssen essen. Hab Mitleid, Herr. Esst nie wieder Menschenfleisch. Schwört es, dann lasse ich euch leben. Ich glaube euch kein Wort, ihr verdient den Tod. Oh, ist das schwer. Die Blutspur hat hierher geführt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn die so schwach und krank sind, könnten die auch keine Leichen wegschleppen. Auf gar nicht auch keine normalen Menschen. Man sagt, wir Hexer hätten keine Gefühle. Eine glatte Lüge. Ich fühle gerade unbändige Wut. Und die will raus. Schlechte Idee. Hier werde ich Eintopf machen. Seltsames Fleisch, Menschenfleisch. Rostiger Schlüssel. Also wie gesagt, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die den umgebracht haben. Und andere vielleicht auch schon. Und wie gesagt, sind Menschenfresser. Also es... Und die hätten auf Garantie auch so weitergemacht. Von daher... habe ich hier kein schlechtes Gewissen. Ich hätte zwar echt erwartet, die verwandeln sich noch in irgendwas, aber... auch so. Unser Bier könnten wir auch verkaufen, um ein bisschen Geld zu machen. Aber er weiß nicht, wie viel Geld wir brauchen. Ich meine, wenn die davon reden, man braucht viel Geld, dann brauchen wir im Endeffekt vielleicht 300, 500 Floren oder Kronen oder irgend sowas. Ah, jetzt kommen wir auch in die Hütte rein durch den Schlüssel. Menschenfresser, krass, ey. Woran die alles denken?
Wie verschlossen? Sollen wir den Schlüssel auch noch finden? Boah, der Arme, ey. Da waren doch nicht mal irgendwelche Monster dran schuld. Sondern halt wirklich Menschen, die ihn umgebracht haben. Das ist krass. Also höchstwahrscheinlich, gehe ich aus. Geiles Zeug ist hier bisher nicht drin und ich vermisse noch den Schlüssel für die andere Tür. Oh, die Truhe ist zu, also da ist nichts. Toll. Halt. Saufen anscheinend gern. Wo kriegen sie denn ihr ganzes Zeug her? Wenn die so alt und gebrechlich sind. Krass, ey. Steht diese verschlossenen Türen nicht, verdammt. Irgendwie von außen da rein? Ne. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Dumme Menschenfresser, ey. Krass. Haben wir hier noch ein anderes Gebäude rein? Abgeschlossen. Wieso ist denn das abgeschlossen? Das ergibt keinen Sinn. Und warum kann ich das nicht aufbrechen oder so? Das ärgert mich. Das hat mich schon im Hauptspiel geärgert. Das ist Haufen interessante... interessante Hütten und sowas gab. Und die waren abgeschlossen. Hat auch keinen Sinn ergeben. Total verfallen und alt und kaputt und sonst was. Aber abgeschlossen. Wir haben noch eine Spitzhacke für die. Damit haben wir doch die Jade abgebaut. Damit hätten wir doch eigentlich auch die Tür ja kaputt machen können. Also die andere jetzt. So. Beenden wir dieses Quest mal. Erde. Dann haben wir ja Glück und nach der Reise ist dann auch der Regen wieder weg. Es war echt tagsüber, das gibt's ja gar nicht. Ich hab gedacht, es wäre Nacht und hab mich schon gedacht, boah, krass ist das hell hier nachts mit dem Vollmond, aber ich hab mich wohl geirrt. Das war einfach mal Tag und ist, oh Gott, egal. Vielleicht ist dann ja wieder nach zwei, also in 5 bis 10 Stunden ist dann wahrscheinlich wieder so, dass es fast nicht mehr regnet. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ah, das wird jetzt echt ärgerlich, um es zu berichten, aber es war in Anführungsstrichen nur ein Geselle zum Glück und nicht irgendwie Familie. Hallo. Volkert, dein Lehrling. Ich weiß, was mit ihm passiert ist. Raus damit! Ich bin fast gestorben vor Sorge. Kannibalen haben ihn gefressen, hat einen Unfall. Er wurde... Ach, das kann man nicht schönreden. Kannibalen haben ihn gefressen. Kannibalen? So nah bei Novigrad? In Velen meinetwegen, aber hier... Götter! Du hast sie getötet, oder? Sag, dass du sie getötet hast! Das habe ich. Er wurde gerecht. Das ist gut. Ach ja, dein Geld. Hier. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss Volkerts Eltern schreiben. Natürlich habe ich sie getötet. Die kann ich doch nicht da lassen, ey. Scheiß Menschenfresser. So. Die Sause des toten Mannes. Sprich mit Charlie über die Familienkrypta. Das ist eigentlich egal. Wir müssen eh jetzt erstmal, also was wir jetzt als erstes machen, wir müssen sowieso in beiden Fällen nach Ochsenfurt oder Oxford. Ochsenfurt? Oxford? Ah, egal. Ich glaube Ochsenfurt. Ja, Ochsenfurt. Das wäre hier. Dann gehen wir mal hier hin. Ich freue mich auch schon darauf, Charlie wiederzusehen. Es wäre cool, wenn man mit der anbändeln könnte. Ich will eine Freundin haben, verdammt nochmal. Oh, ich hab's versaut. Triss, verzeih mir bitte. Ich würde zur Not auch Jennifer nehmen, aber Triss wäre geiler. Fuck, Mann, weil ich... Oh, das ärgert mich. Jeder, wenn ich dran denke, ärgert mich das wieder. Das gibt's gar nicht. Ich würde so gerne das Spiel nochmal spielen, aber es ist so lang. Ich würde es nochmal spielen, um mit Triss zusammenzukommen. Ich würde es nochmal spielen, um... Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Um das Kaiserreich zum Erfolg zu führen, aber ich wär's... Also es... Es dauert erstens zu lang, zweitens habe ich schon
zu viele andere Spiele auf der Liste, die ich noch spielen will. Von daher, es wird leider nie passieren. Es tut mir leid. Geh mir aus dem Weg. Wo muss man denn hier so im Bogen laufen? Wo muss ich denn hin? Hier. Drin ist es aber auch verdammt dunkel. Ist es jetzt drin auch der Regen oder was? Was ist denn los? Heideröslein. Ach, wir müssen eins weiter hoch. Huste mich bitte nicht an. Ach nee, Quatsch, ich bin ja immun gegen Krankheit. Ich bin ein Hexer. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung? Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Gelehrte müssen nicht hässlich sein. Wie sehen Gelehrte denn aus? Interessant. Wie sehen Gelehrte denn deiner Meinung nach aus? Sie lesen sich die Augen kaputt, nicht? Also haben sie Brillen. Ja, genau. So fette Dinger auf faltigen Nasen. Und sie tragen nur trutschige Kleider. Für wen sollen sie sich in Schale werfen? Für Bücher? Faszinierend. Aber das solltet ihr niemals in Hörweite von Ärztinnen sagen. Und wieso? Weil sie sich weigern könnten, euch nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Schade, jetzt eine schöne Frau, schade, jetzt mein Typ, das geht dich nichts an. Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält 3-mal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache? Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wär's genauso. Geralt, du kennst mich doch. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Oxenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Ja, typisch Radovid. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Seit die Kämpfe vorbei sind, wohne ich zu Hause und behandle in der Praxis die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Lange Geschichte, vertane Zeit. Wo fange ich an?
Genau. Das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Keine Ahnung, er handelt mit Spiegeln. Jemand mit Macht, ich weiß es nicht genau. Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Esteken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Die hat ein bisschen Bock auf Abenteuer, wie es aussieht. So, speichern. Hallo. Na also. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, euer Praxis. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr mit Sicherheit auch. Tschö, tschö. Aber wir gehen dann erstmal zum Auktionshaus, bevor wir zu der Krypta gehen. Bye, bye.